Es gibt immer mal wieder so Tage, da müssen wir den inneren Schweinehund gleich zweimal besiegen. Das erste Mal haben wir heute schon kurz nach Mitternacht geflucht, als der Wecker geklingelt hat. Und jetzt kämpfen wir schon wieder. Stundenlang übrigens, während wir unsere Filmausrüstung über holprige Aufstiege durch die Finsternis in die Höhe schleppen. Da wird geschwitzt und gekeucht. Nachdenken mag man kaum, reden schon gar nicht. Die Stimmung noch schläfrig, Schritt für Schritt ein stupides Steigen. Aber mit jedem Meter, den wir höher kommen gemeinsam, wird die Laune besser im Biwak-Team. Der Schweinehund, der kann uns mal. Manchmal lohnt es sich einfach, wenn man mitten in der Nacht schon aus den bequemen Federn steigt und hinauf zum Gipfel geht. Herzlich willkommen mitten aus der Hohen Tatra heute. Aus dem kleinsten Hochgebirge unserer Erde, in dem es so viele großartige Geschichten zu erzählen gibt. Bevor wir damit anfangen, belohnen wir uns aber erstmal in aller Ruhe für die Mühen des nächtlichen Aufstiegs auf die Koplowski-Steed. Es ist ein erhebendes Gefühl, aus fast 2.500 Metern Höhe zu beobachten, wie im Gebirge ein neuer Tag erwacht. Noch ist kaum jemand unterwegs hier an den stolzen Granitgipfeln. Und die manchmal so wilde und raue Tatra wirkt heute fast gut gelaunt, fast schon lieblich und ungewohnt zahm. Und wenn man weiß, wie rau das hier sein oder manchmal werden kann und wie in diesen mächtigen Wänden zu allen Jahreszeiten schwer geklettert wird, dann kann man sich vorstellen oder zumindest erahnen, warum die Slowaken und auch die Tschechen irgendwann zu den härtesten und zeitweise vielleicht sogar besten Bergsteigern der Welt geworden sind. Das haben sie nicht nur hier bewiesen im heimischen Granit, sondern auch an den höchsten Gipfeln unserer Erde im Himalaya. 1971 durften die Tschechoslowaken zum ersten Mal dorthin, zu den höchsten Gipfeln der Erde. Das halbe Land war auf den Beinen, als die Alpinisten in Prag zu ihrer Expedition nach Pakistan verabschiedet wurden. Das Ziel war der legendäre Nanga Parbat. Und tatsächlich gelang den Tatra-Männern das, was vor und auch nach ihnen die besten Bergsteiger der Welt oft und immer vergeblich versucht hatten, die Wiederholung der Route von Erstbesteiger Hermann Buhl. Ivan Fiala und Michail Orolin waren die ersten Kletterer aus einem sozialistischen Staat, die auf einem 8000er gestanden haben. Fiala erinnert sich, wie sie zu tun hatten, ganz oben, um ihre Emotionen halbwegs unter Kontrolle zu haben. Und Orolin, der weiß noch ganz genau, wie viel Angst sie hatten, so kaputt und so ausgelaugt, wie sie waren, ob sie auch heil wieder bis nach unten kommen würden. Ein alpinistisches Husarenstück der harten Tatra-Jungs. Und das bleibt keine Eintagsfliege. 1976 erklimmen die Tschechoslowaken den Makalu bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad über den bis dahin unbegangenen Südwestpfeiler. 1981 geht es über eine der gefährlichsten 8000er Routen überhaupt bis auf den Gipfel des Kanchenjunga. Erstbesteigungen gibt schon lange keine mehr zu holen an den 8000ern, aber was und vor allem wie die Tatra-Männer neue Wege und Wände in Angriff nehmen, das sorgt in der Szene für großes Erstaunen. Auch bei Peter Habeler, dem Österreicher, der gemeinsam mit Reinhold Messner als erster ohne künstlichen Sauerstoff auf den Everest gestiegen war.
Es waren die polnischen Bergsteiger waren sehr stark, auch die slowakischen Bergsteiger waren sehr stark, die tschechischen Bergsteiger waren natürlich stark. Ja. Die waren, glaube ich, damals besser wie die Europäer, glaube ich. Das ist eine Geschichte, die ich mir oft durch den Kopf gehe, und auch Reinhold glaubt das, nicht? Und die haben neue Sachen gemacht. Zum Beispiel 1984 die erste Durchsteigung der Südwand am 8400 Meter hohen Lhotse Schar. Eine Wand, die von Reinhold Messner zuvor als unmöglich bezeichnet worden war. Die Slowaken haben das Gegenteil bewiesen. In den 80ern geht es dann Schlag auf Schlag. Erste Winterbesteigung des Cho'uyu im Alpinstil. Dazu zwei gänzlich neue und schwierige Wege am Daulagiri. Ebenfalls erst begangen im Alpinstil, also ohne vorher eingerichtete Hochlager. Die Slowaken finden immer wieder neue Herausforderungen, gestählt mit dem Selbstbewusstsein, das sie sich zu Hause in der Tatra erworben hatten, wie uns Jarik Steiskal erklärt, der Winterbesteiger vom Cho'uyu. Es wäre uns niemals in den Sinn gekommen, einfach nur die Normalrouten zu gehen. Was immer unsere Mission war, wir haben sie erfüllt oder nicht. Wir haben das Risiko in Kauf genommen. Niemals hätten wir den leichtesten Weg gewählt, nur weil das Neuland dann aus der Nähe betrachtet vielleicht doch ein bisschen zu schwierig aussah. Sowas gab es bei uns nicht. Das war nicht unser Stil. 1988 der Everest. Natürlich ohne künstlichen Sauerstoff, dafür auf der härtesten Route. Becik, Boschik, Jaschko und Just sind dabei, die Besten zu dieser Zeit. Expeditionsleiter ist der Mann, der 1971 auf dem Nanga Parbat stand, Ivan Fiala. Vier Jungs, die sich seit ihrer Kindheit vom Bolzplatz kennen, die wollen im Alpinstil dort hoch. Durch die furchterregende Südwestwand, ohne Lagerkette, quasi nur mit Handgepäck und Schlafsack, bis aufs Dach der Welt. Ein kühner Plan, der alles in den Schatten stellen würde, was an den höchsten Bergen der Erde jemals geleistet wurde. Alle vier waren ja schon mal am Everest, auch in dieser Route schon. Sie kannten jedes Detail, auch von den gescheiterten Großexpeditionen, die vor ihnen dort waren. Sie haben ganz genau gewusst, was sie dort erwartet, sagt Fiala. Sie sind gut akklimatisiert. Sie kommen im steilen Gelände gut voran. Obwohl die Bedingungen in der ausgesetzten Wand im Oktober 88 alles andere als ideal sind. Zweimal bivakiert das Quartett oberhalb der 8000 Meter Grenze. Bis dorthin läuft alles nach Plan, doch die Luft wird immer dünner. Der Aufstieg kommt ins Stocken, eine dritte Nacht im Schlafsack auf 8600 Metern in der sogenannten Todeszone. Man muss sich einmal ein Biwak über 8000 Meter vorstellen, auch in dieser Südwestwand. Die sitzen vielleicht auf irgendeinem Platz Schnee. Es ist kalt, es hat 20, 30 Grad minus. Vielleicht geht der Wind. Sie haben zu wenig, sie können kaum mehr kochen, weil sie wenig Gewicht hinaufbringen wollen. Also ich wäre nach dem ersten Biwak mausetot. Ich wäre tot gewesen, mit Sicherheit. Am nächsten Tag, am 17. Oktober, kurz vor 14 Uhr, kommt ein Funkspruch. Josef Juscht meldet sich beim Expeditionsleiter vom Gipfel des Everest. Seine drei Freunde, die warten auf dem Südgipfel, völlig ausgelaugt. Einer ist schneeblind, ein anderer höhenkrank. Als der nächste Funkspruch kommt, zieht bereits ein Sturm auf. Alle vier sind sie jetzt gemeinsam auf dem Abstieg, noch drei Stunden bis zum Südsattel. Aber einer kann nicht mehr laufen. Er taumelt nur noch, die anderen versuchen ihn hinunter zu tragen. Und dann reißt die Funkverbindung ab. Völlig hilflos haben wir unten mitgezittert, erinnert sich Ivan Fiala. Der Überlebenskampf endet in einer Tragödie. Auf dem Grat hinunter zum Südsattel verliert sich die Spur der vier tapferen Männer aus der Hohen Tatra. Für immer. Weißt du, dann ist alles Müdigkeit. Die sehen kaum mehr, nicht? Es ist vielleicht Erfrierung. Logisch, wahrscheinlich Erfrierung, echt? Und im Sturm,
du hast keine Chance. Безмоцность. Wir haben hilflos mitgelitten, als sie da oben versucht haben, ihren Kameraden vom Berg zu retten. Aber wir hatten unten nicht den Hauch einer Chance, ihnen irgendwie zu helfen. Jeden Tag denke ich an die vier Jungs, bis heute. Und dieses Trauma vom Everest, das trage ich mit mir herum, bis ans Ende meines Lebens. Aber diese Performance, also diese Geschichte, dass sie überhaupt zum Südgipfel gekommen sind und dass einer noch dann den Hauptgipfel erreicht hat, Hut ab. Das hätten wir nie geschafft. Das hätte ich nie geschafft, das hätte auch ein Messner nicht geschafft. Das hätte niemand. Ganz so abenteuerlich und gefährlich brauchen wir es bei Biwak natürlich nicht. Naturgemäß suchen wir uns die Berge aus, die ja unserem Level entsprechen und bei denen wir gute Chancen haben, dass wir auch heil wieder hinunterkommen. Nun sind wir ja zu Beginn unserer Biwak-Woche bei der Kammtour über die Westtatra die ganze Zeit auf diesen markanten Gipfel zugelaufen. Es ist der Krivan. Jetzt sehen wir ihn von Nordosten und eigentlich sind wir ja schon die ganze Woche irgendwie rundherum geschlichen um diesen markanten Berg, der uns in der Biwak-Sammlung noch fehlt. Nun soll das endlich werden und soll sich das ändern. Und zwar nicht nur, weil er in der Sammlung noch fehlt, sondern auch, weil er für unsere Gastgeber, für die Slowaken, ein ganz besonderer Berg ist. Das Matterhorn der Slowakei wird er auch genannt. Der fast 2500 Meter hohe Granitriese, um den sich eine alte Legende rankt. Der liebe Gott, so glauben die Slowaken, habe am siebenten Tag der Schöpfung noch einen Sack voller Naturschönheiten übrig gehabt und er habe deshalb einen Engel auf Reisen geschickt, um durch die Welt zu fliegen und diese Naturschönheiten zu verteilen. Als der fröhliche Engel mit seinem Sack zu den Bergen der Tatra gekommen sei, da habe er deren Höhe völlig unterschätzt. Gegen einen riesigen Gipfel sei er im Flug gestoßen und habe diesem die Spitze verbogen. Seit diesem Unfall wird der schiefe Berg Krivan genannt. Krivi ist das slowakische Adjektiv für schief. Lange galt der Krivan sogar als der höchste Gipfel der gesamten Tatra. Erst Ende des 19. Jahrhunderts ergaben genaue Messungen, dass 2495 Meter nur zu Rang 10 reichen in der Tatra-Rangliste. Trotzdem lockt er seit jeher die bergverrückte Menschheit. Und eigentlich muss jeder Slowake in seinem Leben mindestens einmal auf dem Gipfel gestanden haben. Es sind nicht nur die klassischen Bergsteiger, die hier nach Höherem streben. Als Erstbesteiger findet man in den Archiven einen evangelischen Pfarrer. Und sogar königlichen Besuch hatte er schon, dieser Krivan. Friedrich August II., der König von Sachsen, hat das Krumme Horn im Jahre 1840 erklommen. Von der alten Gedenktafel fehlt zwar mittlerweile jede Spur, aber die Sachsen, die kommen immer noch hierher. Ein Campingbus mit Dresdner Nummer unterhalb des Krivan auf einem Parkplatz in Podbanske. Auf Instagram hatten wir zufällig entdeckt, dass der dieser Tage gerade durch die Tatra rollt. Morgen. Morgen. Steht schon so reisefertig? Ja. Kaffee etwa schon getrunken? Nein, Kaffee steht gerade drauf. Wir machen jetzt erstmal zweites Frühstück. So viel Zeit muss und darf heute sein. Als wir Anne und Christian, die beiden Kaffeesachsen, nämlich ganz spontan angerufen und gefragt hatten, ob sie vielleicht Lust hätten, mit uns auf den Krivan zu steigen, da haben die beiden nach einigem Überlegen zugesagt. Quasi ein Blind Date. Sowas hatten wir mit Biwak auch noch nicht. Ganz schnell sind wir uns auch einig geworden, dass wir das am besten nachmittags probieren sollten. Zwei Gründe gibt's dafür. Erstens hoffen wir auf einen schönen Sonnenuntergang am Gipfel. Zweitens haben wir vielleicht eine Chance, dem ganz großen Rummel am beliebten Aussichtsberg zu entgehen. Eine Idee,
die auch Marco cool findet, unser Bergfreund aus Thüringen, der schon seit 20 Jahren in der Slowakei lebt und hier als Wanderführer arbeitet. Der weiß natürlich, warum ausgerechnet dieser Berg in der slowakischen Geschichte eine so große Rolle spielt. Man hat Bergbau betrieben am Krivan. Das war eines der wichtigen Punkte. Man hat ihn sehr frühzeitig schon bestiegen. 1861 hatte man die erste wirklich Massenwanderung auf den Krivan veranstaltet. Ne? Wird natürlich mit heutigen Zahlen im Juli, August toppt man das. Ja? Auch damals waren das schon relativ viele Leute, die hoch sind. Und ja, natürlich ist er auch Teil vom Partisanenaufstand 1944 gewesen. Und wenn man heute eine Massenveranstaltung, also eine Massenwanderung auf den Krivan macht, dann folgt das eigentlich immer im August zu Ehren des Nationalaufstandes von 1944, wo die Partisanen hier ausgerückt sind gegen die in der Slowakei stationierte deutsche Armee. Bis heute gehört das ehrende Gedenken an die Partisanenbrigaden zum slowakischen Selbstverständnis und ist Bestandteil der nationalen Identität. Deshalb hat es der markante Gipfel als Symbol des Nationalstolzes sogar bis auf die slowakische Centmünze geschafft. Für uns ist das Krumme Horn eher eine sportliche Herausforderung. 1200 Höhenmeter sind es bis zum Gipfel. Und wie fast jeder Weg in der Tatra ist auch dieser mit allerhand Schotter gespickt. Anne hat es die Königsetappe ihres Urlaubs genannt und uns vor dem Start gebeichtet, dass sie ein bisschen Bammel hat. Ah, ich bin gern auch so mehrtägig unterwegs. Also ich war schon auf dem südlichen Kungsleden zum Beispiel oder in der Hardanger Witter für ein paar Tage. Sowas mache ich ganz gerne. So von auch mal mit dem Zelt, so von Station zu Station stehen, ziehen. Aber auf die höchsten Berge bin ich vielleicht noch nicht geklettert, aber das ist auch nicht unbedingt mein Ziel. Kungsleden und Hardanger wieder. Und da hast du Respekt gehabt vor einer Tageswanderung mit Biwak? Ja, vielleicht. Man weiß ja nie, was kommt und was einen erwartet. Also ich lieber habe ich ein bisschen zu viel Respekt, als dass ich kopflos loswandere. Das kann ja nie schaden. Du gehst auch viel in der Sächsischen Schweiz wandern, ja? Ja. Was sind dort so deine Lieblingsecken? Eigentlich am liebsten was, wo man so ein bisschen mehr klettern kann. Also so die Stiegentouren mache ich eigentlich am liebsten, wo man mal ein bisschen so ein paar Leitern auch hoch kann und dann oben so ein bisschen die Felsen sieht. Da kann man sich eigentlich nicht satt sehen und es macht dann auch eigentlich am meisten Spaß, als wenn man jetzt nur so diese Hauptwege lang geht. Und am besten vielleicht, wo nicht ganz so viele Leute sind. Also am liebsten weg von allen anderen Menschen. Das ist nicht immer vermeidbar, aber zumindest nicht zu Bastei zum Beispiel. Weit weg von den Menschen. Da ist man am stolzen Krivan normalerweise ganz falsch. Aber wie gesagt, wir setzen auf eine eher ungewöhnliche Tageszeit für unseren Gipfelsturm. Und tatsächlich hält sich der Andrang am späten Nachmittag in den Flanken noch in Grenzen. Als wir mit Anne, Christian und Marco in die steile Gipfelflanke mit ihren Spitzkehren einsteigen, sind wir schon ganz allein auf weiter Flur. Eine gute Stunde noch bis ganz hinauf. Jetzt wird er spürbar steiler und dementsprechend auch anstrengender, dieser Aufstieg. Im Sturmschritt fast immer vorn weg marschiert auf der Suche nach den schönsten Perspektiven unser Kamerateam. Man kann sich bei den Jungs gar nicht oft genug bedanken für die kräfteraubende Schlepperei der Filmausrüstung. Wo Otto Normalbergfreund mit einem kleinen Campingbeutel für Windjacke, Schokoriegel und Thermosfläschlein durchs Geröll kraxelt, da haben Jens und Holger mit Kamera bzw. Stativ jeder nochmal 15 Kilo mehr auf den Schultern. Tja, das Wetter, das macht uns nun doch ein bisschen Sorge. Haben wir uns etwa verzockt mit unserem Traum vom Sonnenuntergang am Gipfelkreuz? Als Holger mit der schwersten unserer Lasten den höchsten Punkt erreicht, stehen ihm die Strapazen ins Gesicht geschrieben. Und das will bei unserem Energiebündel schon was heißen, wenn der mal derartig schnauft und groggy ist. Pünktlich zu unserem Gipfelsturm ziehen Wolken auf. Die Aussicht lässt zu wünschen übrig. Egal, erstmal Hauptsache, wir kommen endlich dort oben an.
Schön mit euch. Cool. Cooles Ding. Auf jeden Fall. Königsetappe. Halbzeit geschafft, sozusagen. Wenn jetzt noch jemand die hohe Auflösung wiederherstellt hier an dem Holodeck, dann sieht man vielleicht was. Ich glaube, der Vorhang. Es wird gleich. Es wird gleich. Gleich. Inzwischen kennen wir die Tatra ja gut genug, um zu wissen, wie schnell sich das Wetter hier ändert. Manchmal zum Guten, manchmal zum Bösen. Das junge Glück lässt sich nicht stören von den dicken Wolken und vom scharfen Wind, der hier aus der Nordwand hinauf pfeift. Ein Gipfel ist und bleibt eben ein Gipfel. Jetzt haben wir binnen 20 Minuten die Jahreszeit gewechselt. Geht's euch trotzdem gut? Ja, klar. Sind gut eingepackt jetzt. Warm ums Herz? Auf jeden Fall. Ja, sehr schön hier oben. Das ist schon sehr beeindruckend. Auf jeden Fall war das die Königsetappe. Ich mochte das, dass wir ganz oft so Punkte hatten, wo der Krivan-Gipfel dann auftauchte, dass wir über den Sattel gekommen sind. Und auch das letzte Stück sah imposant aus, hat aber zum Schluss noch richtig Spaß gemacht, hier hochzukraxeln. Mal gucken, wie wir wieder runterkommen. Aber hier oben ist traumhaft. Also die Stimmung, Wahnsinn. Ja. Jeder Slowake muss mal oben gewesen sein. Du bist inzwischen ein Slowake. Zum wievielten Mal stehst du hier oben und hast du es mit der Stimmung auch schon mal erlebt? Das ist ja nun nicht ganz alltäglich. Also für mich, ich war schon öfters oben, ne? Aber für mich ist es Premiere. Ich war noch nie alleine hier oben. Also mit euch, klar, ne? Aber als wir hochgekommen sind, ist ja kein Mensch weiter hier. Und das ist für mich absolute Premiere. Ne? Ich bin jetzt fast 20 Jahre hier, aber das habe ich so noch nicht erlebt. Ne? Super. Danke. Bitte. Und wir sind nicht nur allein hier oben. Nein, zu guter Letzt haben wir auch mit dem Wetter richtig gezockt. Und stehen am Ende unserer Tatra-Tour tatsächlich im Sonnenuntergang über den Wolken. Losgezogen sind wir hier, um unserer alten Liebe wieder zu begegnen, um sie wiederzufinden, um zu fühlen, ob sie noch genauso schön ist wie damals, ob es sich noch genauso gut anfühlt, ihr zu begegnen. Und ist das nicht herrlich, dass uns die Tatra mit all ihrer Magie und all ihrem Zauber heute am letzten Tag hier oben auf dem Krivan mit solch großartiger Stimmung belohnt? Schöner kann es gar nicht zu Ende gehen. Wir sind am Ende, liebe Zuschauer. Danke, dass Sie dabei waren und uns begleitet haben hier in den slowakischen Bergen. Jetzt wird es wahrscheinlich wieder ein Jahr dauern, bis wir uns wiedersehen. Für genauere Informationen können Sie immer mal ins Internet schauen, da bleiben Sie auf dem Laufenden auf unserer Internetseite und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Wir verabschieden uns hier vom Gipfel des Krivan mit diesen fantastischen Bildern. Machen Sie es gut und kommen Sie gut über den Winter.